Wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Hier wieder ein neues Video von mir. Und zwar möchte ich diesmal darüber sprechen, dass Gott vergibt. Aber es gibt so einige falsche Propheten im Internet oder überhaupt auf der Welt, die meinen, dass die Vergebung Gottes ins Unendliche geht. Was ein ganz gefährlicher Fehlschluss ist und auch nicht biblisch. Ich komme auf diesem Thema, weil ich gerade in letzter Zeit viele Videos auf YouTube sehe von einigen Leuten. Ich nenne es mal ganz deutlich, da ist zum Beispiel dieser Vigilant Christian, der gerne mal wieder Videos macht, immer wieder darüber, wie er wieder zurück zu seiner Sünde fällt. Oder er hat neulich ein Video gemacht, da heißt es, dass er ein Doppelleben geführt hat. Also, dass er gleichzeitig Videos gemacht hat darüber, was für ein Christ er ist. Und nebenbei hat er Drogen genommen, Partys gemacht und so, wie er es wohl selber ausgedrückt hat, auch mit verschiedenen Frauen sexuellen Kontakt hatte. Er hat dann so ein Hollywood-reifes Video gemacht. Ja, das erste Video ist er in Tränen ausgebrochen. Im zweiten Video erzählte er dann, dass das ja biblisch ist und dass Gott uns immer wieder verzeiht und wie sehr er in Jesus Christus liebt. Ja, das Problem an der Sache ist, dass wir, wenn wir nicht die richtige Erkenntnis der Bibel haben, können wir zu diesem Fehlschluss kommen. Aber das Gefährliche daran ist, was ich auch oft bei diesem Video erkannt habe, ist die Kommentare darunter. Und da waren sämtliche Leute, die mit ihnen konform gegangen sind. Ja, wir sind auch Sünder, wir sind auch immer verfallen. Aber preise Jesus, er verzeiht uns immer wieder. Und die sehen das als Freifahrtschein, dass sie nach Lust und Laune in Sünde leben können, fremdgehen können, Drogen nehmen können, sämtlichen Sünden teilhaben können, weil sie ja denken, was passiert mir schon? Gott verzeiht mir eh immer wieder. Und das ist aber falsch. Das ist der erste Fehler. Dieser Mann hat sich versündigt, weil er erstens aus seinen Sünden eine Zirkusshow macht. Das heißt, er spielt auf die Emotionen der Zuseher an, macht quasi aus seinen Sünden ein Hollywood-Clip und appelliert an das Mitleid der Menschen, dass sie sehen, oh, da ist jemand, der fällt, jemand, der wieder in seinen Sünden verfallen ist und der ist ein Mensch und der ist wie wir und der tut uns leid. Und das Problem ist, es sollte nie um den Mensch gehen, der die Videos macht, denn es geht darum, es geht um zwei Dinge, um Jesus Christus und um Gott und um sonst nichts. Wenn wir den Heiligen Geist in uns gespürt haben und gemerkt haben, dass Jesus uns in eine gewisse Richtung gestellt hat und gesagt hat, ich habe hier eine Aufgabe für dich, ich habe dich gerettet von all deinen Sünden, ich vergib dir und jetzt sieh zu, dass du Früchte trägst, wie die Bibel sagt. Wir sollen alle Früchte tragen. Und wir sollen versuchen, Menschen zu Gott und Jesus Christus zu führen. Auf eine biblische Art und Weise. Nicht auf unsere eigene Art und Weise, sondern auf biblische Art und Weise. Wir sollen nichts dazu erfinden. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um unsere Emotionen. Es geht nicht um unser Versagen. Sondern es geht um zwei Dinge. Um Gott und Jesus Christus. Menschen zu Gott und zu Jesus Christus zu führen. Und um nichts anderes. Und diese Menschen ging es einfach nur um Klicks. Er verdient damit sein Geld, schaltet auch Werbung, verkauft Merchandise im Namen Gottes und Jesus Christus. Und sowas stößt mir sauer auf. Denn Gott ist nicht unser Saufkumpane. Und Gott ist nicht unser Pimp, auf dessen Kosten wir Geld machen sollten. Das ist. Und die Leute, die er dann verführt, bewusst oder unbewusst, das entscheide ich nicht, ob er das absichtlich macht, also ob er ein absichtlich bezahlter Schauspieler ist
oder ob er wirklich einfach nur unwissend ist. Aber Fakt ist, wenn die Leute das sehen, seine Videos sehen und sagen, ja, der verfällt in Sünde, er sündigt, er nimmt Drogen, er verfällt immer wieder, er geht mit, wechselt häufig seine Frauen. Aber das ist ja okay, denn Gott verzeiht ihm ja, er hat es ja gesagt und die schauen zu dem auf. In dem Moment, wo diese Leute seinem Beispiel folgen, hat er dessen Blut an seinen Händen. Das heißt, er ist nicht nur für seine Sünden verantwortlich, sondern auch für die Sünden der Menschen, die ihm folgen. Und das ist ganz gefährlich. Da gibt es etliche Leute auf YouTube, die ähnliche Videos machen. Und die gucke ich mir an, 10 Minuten, oder ich gucke mir ein paar Videos an. Und ich habe zum Glück, ich danke Gott dafür, und Jesus Christus, dass ich inzwischen so viel Erkenntnis habe, dass ich ganz schnell erkenne, ob jemand nur ein Schauspieler ist oder ein Fake, oder ob jemand sich selbst profilieren will, oder ob er nur gierig ist, danach Klicks zu bekommen und Geld zu verdienen mit YouTube, um sich selbst zu erhöhen und selbst zum Star zu werden quasi. Denn die meisten im Internet wollen ja heutzutage nur noch Stars werden. Da war noch einer, der war ähnlich schlimm, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der hat auch, der war eigentlich noch schlimmer. Der hatte sämtliche seiner Videos mit schön klingender Musik unterlegt und hat jeden seiner Videos hat er so aufgebaut wie ein MTV-Clip. Und er spielte damit auf die Emotionen der Menschen an. Also es traf die Menschen nicht oder es berührte die Menschen nicht spirituell, sondern emotional, auf weltlicher Art. Und er erzählte von Jesus mit Worten, wo man sofort erkannte, dass das war ein Schauspieler. Und eines Tages, dann machte er auch Videos, wie er mit anderen Leuten auf die Straße ging und für Jesus Schilder, Jesus kommt bald zurück und findet zu Jesus und so, alles schön und gut. Und dann machte er plötzlich ein Video, wo er mit einer Frau auf die Straße ging und hatte sich in die Frau verliebt. Und hatte dann plötzlich auch natürlich eine Beziehung mit der Frau, hatte Sex mit der Frau und hat ein Video gemacht. Und hat ein Hip-Hop-Lied rausgemacht, wie so ein MTV-Clip. Und das ging voll aufs Emotionale. Es ging da überhaupt nicht um Gott oder um Jesus Christus, sondern um seine Sünde, um sein Zurückkehren zu seinem Erbrochenen, wie die Bibel sagt. Wie ein Hund, der immer wieder zu seinem Erbrochenen zurückkehrt. So hat er aus seiner Sünde hat er Geld geschlagen und hat auf die Emotionen seiner Zuschauer angespielt und hat quasi aus der Bibel, aus Gott und Jesus Christus und dem Heiligen Geist, hat er eine Zirkusshow gemacht. Und in dem Moment, wo man damit anfängt, ist man ganz extrem dran. Denn Gott verzeiht, das ist richtig, Jesus verzeiht, das ist richtig, aber alles hat seine Grenzen. Und scheinbar kennen diese Leute die Bibel nicht. Und ich kann mal vorlesen, dass Gottes Geduld auch irgendwann zu Ende ist. Und hier steht auch, was er dann zum Beispiel mit Leuten macht, die meinen, dass Gott ein Kellner ist, den man rufen kann, wenn man ihn braucht, und wieder wegschicken kann, wenn man ihn nicht braucht. Und ich fange mal an, ich lese mal vor. Dass deine Augen zusehen müssen und täglich vor Verlangen nach ihnen vergehen und in deinen Händen wird keine Kraft sein. Der Herr wird dich schlagen mit bösen Geschwüren an den Knien und Waden, dass du nicht geheilt werden kannst, von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, unter ein Volk treiben, das du nicht kennst, noch deine Väter, und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Steinen, also Götzen. Alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und treffen, bis du vertilgt bist, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht und seine Gebote und Rechte nicht gehalten hast, die er dir geboten hat. Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen immer da, weil du dem Herrn, deinen Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest an allem. Und du wirst deine Feinde, den der Herr gegen dich schicken wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel. Und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. Der Herr wird ein Volk über dich schicken von Ferne, vom Ende der Erde,
wie ein Adler fliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehst, ein freches Volk, das nicht Rücksicht nimmt auf die Alten und die Jungen nicht schont. Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben, Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es abends wäre, und abends wirst du sagen, ach, dass es morgens wäre, vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Also wir sehen, Gottes Geduld hat auch mal ein Ende. Und soweit lesen die meisten wahrscheinlich nicht die Bibel. Die meisten Leute, die wollen nur die schönen Dinge sehen aus der Bibel. Und das ist genauso eine Sünde, als wenn man seine eigenen Dinge dazu tut oder Sachen weglässt. Das dürfen wir nicht. Gott ist gut, Jesus Christus ist gut. Aber er straft auch, wenn wir meinen, dass er unser Saufkumpane wäre oder unser Zirkusclown, mit dem wir machen könnten und schalten und walten, wie wir gerade lustig sind. Und wenn wir dann wenn wir dann ins Hurenhaus gehen und nicht an nichts denken, außer unsere fleischlichen Gelüste, und denken, dann kommen wir abends zurück und plötzlich bereuen wir es. Und die Leute sagen dann, ich habe einen gehört auf YouTube, der sagt dann, das war der Heilige Geist, der hat mir dann ein schlechtes Gewissen gegeben. Dann war es aber zu spät. Wenn ihr den Heiligen Geist in euch habt, dann spürt ihr den, bevor ihr ins Hurenhaus geht. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn wir wirklich den Heiligen Geist in uns spüren, dann haben wir solche Gelüste nicht mehr. Ich habe das selbst alles mitgemacht. Ich bin selber ein Mensch aus Fleisch und Blut und keiner weiß mehr über solche Gelüste, besonders körperliche Gelüste und fleischliche Gelüste, mehr als ich. Und ich habe gekämpft, das kann ich euch sagen. Aber wenn wir den Heiligen Geist in uns spüren und Gott uns immer mehr Erkenntnis gibt, dann verändert es uns. Es findet eine Veränderung in uns statt. Denn die Bibel sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und das ist das Problem an der Sache. Die meisten werden nicht befreit, denn die verändern sich nicht. Die spielen nur eine Veränderung, sind aber immer noch die gleichen Menschen, die immer noch Lust an der Sünde verspüren. Aber wenn wir wirklich den Heiligen Geist spüren und wenn wir wirklich merken, dass Jesus uns berührt hat, dann verändert er uns. Es findet eine Veränderung in uns statt, dass uns plötzlich die Lust fehlt an der Sünde, dass wir gar keine Lust mehr drauf haben, dass es uns anekelt. Zum Beispiel, wenn wir Leute auf der Straße sehen, die immer noch Teile an der Sünde haben. Ich habe dann kein Verlangen, so zu sein wie diese Menschen. Oder man hat dann kein Verlangen, den ganzen Tag Pornos zu gucken. Oder Horrorfilme sich reinzuziehen. Ich habe alle meine Horrorfilme oder Horror war mein Leben seit meiner früheren Kindheit. Und ich habe alles verbannt. Und es hat mir nicht eine einzige Träne gekostet. Und genauso sollte es sein. Denn es ist ein Unterschied, ob wir wirklich zu Jesus finden, ob Jesus wirklich in unser Herz gekommen ist oder ob wir es mir nur spielen. Und wenn wir es nur spielen, dann haben wir auf YouTube nichts zu suchen. Wenn ich wirklich spüre, dass Jesus mir die Autorität gegeben hat, Menschen in seinen Namen zu ihm zu bringen, dann sollten wir das ernst nehmen. Und wir sollten da keine Spielchen spielen, wenn ich die Autorität nicht habe und wenn ich es selber nicht verspüre, wenn ich selber nicht das Gefühl habe, dass ich andere Menschen zu Jesus führen kann, dann sollte ich es sein lassen. Ich sollte es nicht für mich tun oder dass Leute mir schreiben und sagen, oh, du siehst so gut aus oder ich habe eine Gänsehaut, wenn ich deine Videos sehe. Darum geht es nicht. Das ist hier kein Hollywood-Film und es ist auch kein MTV-Clip, sondern es sollte einzig und allein darum gehen, Menschen zu Jesus Christus zu führen und umsonst nichts. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen und bis zum nächsten Video. Ciao.